Hope lies with those who want me to fall. Let me be the devil in the wall. So if you hear me, if you hear me, when you happen to be walking near the wall, know that my body may die, but that my soul is trapped. Know that I will be the devil until this wall falls. I will deride and divide you. I will lock you up and control you until you bring down this iron wall. So do you hear me? Get rid of this devil and free my soul. I'm the land lost in the wall. I'm the past forgotten in the wall. I'm the future trapped in the wall. I'm the man in the wall. Missing, not accounted for, vanquished in the wall. Which side am I on? I'm not on the other side, I'm on the inside. I, you on the outside? If you're not inside us, you're outside us. Goodness gracious, what a calamity, insanity, a crime against humanity. I'm vanquished into a wall of vanity. The wall is my realm, an undiscovered parallel universe, all unknown dimension where lost lands, lost loves, lost lives, lost verses live. Lost your land? Look in the wall. Lost your love? Find it in the wall. Lost your life? Search in the wall. Lost your verse? Read it on the wall. Guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung mit Saad Amira. Saad wird uns über den gewaltfreien Widerstand in Palästina berichten. Wir haben diese Veranstaltung schon lange geplant. Er ist auf einer Rundreise in Deutschland und Europa. Es geht um gewaltfreien Widerstand, aber in den letzten Tagen eskaliert die Gewalt in Gaza. Israel hat mit der gezielten Tötung eines Hamas-Offiziers völkerrechtswidrig eingegriffen. Es eskaliert von beiden Seiten. Inzwischen sind so viele Menschen gestorben. Die ersten waren die sogenannten Kollateralschäden. Das kennen wir aus allen Kriegen. Zivilisten, Kinder, Frauen sterben, insbesondere in Gaza. Ich fordere sozusagen Israel und auch die Hamas auf, sofort zu einem Waffenstillstand zu finden und aufzuhören mit der Gewalt, mit dem Krieg. Aber wir wissen aus langer Erfahrung, dass das sehr schwierig ist. Ich bin vor 2 Jahren auf der Fregatta-Flottille mitgefahren, weil nach dem Krieg gegossenes Blei ist keine Möglichkeit zu einem Wiederaufbau im Gazastreifen gab, aufgrund der Gaza-Blockade. Nach dem gewaltigen Überfall der israelischen Armee auf die Marmara und die Gaza-Flottille nach 7 Toten ging ein Aufschrei durch die Welt. Alle Welt hat gesagt, es muss Schluss sein mit der Blockade, es muss endlich Frieden geben mit Palästina, es muss Frieden geben mit Israel. Und danach war es ganz schnell wieder vergessen. Und jetzt haben wir den nächsten Krieg. Wie lange soll das noch so weitergehen? Aber erstmal wollen wir jetzt Zeit hören. Vielleicht können wir danach noch beraten, was wir tun können. So, good evening, everybody. First of all, I would like to thank you all so much for your coming and for your precious time and for your coming to discover and learn more about what is going on everyday life in occupied Palestine. Because unfortunately, the international media is taking our case on high level of politics and they ignore what is going on everyday life. So what I'm going to give you today is a brief introduction of what is going on my village as an example of many other villages all over also the West Bank. But before I start, I would like to introduce myself. My name is Saad Amira, I'm 21 years old, and I'm a member of a grassroots movement called Nehlin Popular Committee. My name is Sanita Amira, and I'm 21 years old, and I work in a Bewegung von Grunde aus, in der Namenbewegung. Nehlin Popular Committee. Das Nehlin Populäre Committee. That is organizing these unarmed protests against the apartheid wall that was built on our land.
So my village is located exactly at the border of 1967 that separates Israel from the West Bank. Also, wie er gerade schon gesagt hat, dass er sein Gebiet ist genau von den Grenzen von 67 an der, ja, wo Ramallah, auf der einen Seite von Ramallah. Because, as you know, that the Palestinian land is considered to be in three main areas according to Oslo Accord, which is A and B and C. Und wie ihr vielleicht wisst, seit den Osloer Akkorden ist Palästina in drei Gebiete eingeteilt, A, B und C. So A area and a half B areas under full control from the Palestinian Authority. Und die Gegend A und die halbe Gegend von B ist unter der Kontrolle der palästinensischen Autorität. The other half of B area and C area is under full control from the Israeli Authority, even despite being Palestinian villages also. Und die andere Hälfte von der B-Gegend und C, von dem C-Gebiet, ist unter der Kontrolle von Israel, obwohl es palästinensische Gebiete sind. So, as you can see, this is the map of my village, and this is the green color, the border of 1967 that separates Israel from the West Bank. Und das ist sein Gebiet, seine Kommune, und diese grüne Linie ist die Grenze von 67. Nehelim, my village that I came from, is about 27 kilometers to the west of Ramallah. Und Nadine ist ungefähr 27 Kilometer westlich von Ramallah. And the total inhabitant of my village is about 5,500 people. Und die Bewohnerzahl von Neil ist ungefähr 5.500 Leute. And the total land of my village land was about 58,000 dunums, which is equal about 5,800 hectares. Und das ganze Gebiet war ursprünglich mal 5.800 Hektar groß. And what is left for my village land right now is just 800 hectares, some total of 5,800 Hektar. Und was jetzt noch übrig sind von seiner Gegend sind 800 Hektar. Most of our lands were stolen by building 5 illegal colonies on our land, starting from the northern side, which is Nili, that is called the name of my village also. Und das Land wurde gestohlen von Siedlern, die angebaut wurden. Also according to the international law. Und diese Siedlungen, die er gerade angezeigt hat, das sind alles illegale Siedlungen, die ganz klar hinter der Grenze von 67 sind. And also there is an apartheid road called 446, was built from here to connect Israel with the northern illegal settlements that were built from my village and other villages' lands as well. Und es gibt auch eine illegale Straße, die gebaut wurde. Die Straße heißt 446 und die geht auch durch diese Gebiete durch und die ist auch illegal. Und diese Straße hat seine Kommune in zwei Gegenden aufgeteilt, genau da, wo er gerade angezeigt hat. So, in 2004, they came with a new strategy of confiscating land under the reason of security reasons, as they put in. Und in 2004 hat Israel dann eine neue Strategie angewendet und die Strategie war dann um halt Schutz unter dem falschen Gedanken des Schutzes wurde halt mehr aufgeteilt. And they wanted to build the wall exactly in this area here, which is just 20 meters from my family house. Und die wollten halt diese Mauer genau da, wo er angezeigt hatte, bauen und das ist ungefähr 20 Meter von seinem Zuhause. So at that time, you know, there was no organizing for demonstrations like nowadays. So we all went outside our houses, men, women, children, and we started to camp in the fields and protest, and we succeeded to stop them from building the wall for 4 years, from 2004 until 2008, and we succeeded to save all this land here that was supposed to be confiscated.
Und zu dem Zeitpunkt hat es noch keinen organisierten Widerstand gegeben. Das Einzige, was die Leute wussten, was sie machen können, ist einfach aus ihrer Häuser rausgehen und sich in die Felder setzen und Zelte aufschlagen in den Feldern. Und das war effektiv und für 4 Jahre lang konnten sie halt den Mauerbau aufhalten. Und dieses ganze Gebiet, was er da gerade angezeigt hatte, das ist dann gerettet worden erstmal. They came back in 2008, exactly in the 27th of May 2008, with so much number of soldiers, with so much bulldozers to build the wall in my village. Und dann am 27. Mai 2008 kam dann eine ganze Menge von Militär und mit Bauwagen und Traktoren und allem und haben dann angefangen, die Mauer zu bauen. And in the same time, as the popular struggle movement has developed all over the West Bank, it developed in my village too, where we had our own popular committee that represents all the different political parties, the farmers, and the villagers, and the families. And we started to organize our first demonstrations in cooperation with internationals and Israeli peace activists and media, which was much more mobilization than the first intifada. Und dann als zur gleichen Zeit, als dann in Westbankgebieten der Widerstand, der organisierte Widerstand angefangen hat, hat halt dann auch in seiner Kommune der Widerstand angefangen. Und da hat es dann Komitees gegeben, Komitees von Bauern, Komitees von Familien. Und die haben sich zusammengeschlossen und dann auch mit der Unterstützung von der internationalen Solidaritätsbewegung hat es dann die erste Demonstration gegeben. And then we went in our normal first demonstration, as I will show you later in the video, how we were going, raising our hands, telling them this wall is not for security as we pretend, just leave our lands alone. And then they started to shoot at the demonstration and they succeeded to stop it after 5 minutes. Und dann die erste Demonstration, die Menschen haben sich einfach die Hände in die Luft genommen und haben gesagt, es ist ein falscher Vorwand, diese Mauer zum Schutze zu bauen, das stimmt nicht. Aber dann wurde Feuer eröffnet und dann war die Demonstration nach 5 Minuten zu Ende. And then everybody went home and they thought now we'll get scared because they started, you know, to use so much violence against us. Und dann sind die Menschen nach Hause gegangen, weil sie einfach Angst hatten und die wussten, dass halt so viel Gewalt, dass Israel halt so bereit war, so viel Gewalt anzuwenden und wussten nicht mehr, was sie tun sollten. But the thing that they were surprised for me, which is when they saw us started to organize our demonstrations, day after day, from 9 o'clock in the morning until it's completely dark, with putting so much pressure on the Israeli bulldozers to stop them from digging and building the wall in our land. Aber dann zu seiner eigenen Überraschung hat er dann gemerkt, wie effektiv es doch war, sich halt untereinander zu organisieren. Und sie haben das unermüdlich gemacht, von morgens bis abends, bis es dunkel wurde. Und damit dann schon Druck aufgeübt auf die ganzen Bauarbeiten dieser Mauer. I mean, when we were going putting our bodies under the bulldozers, let them kill us before you confiscate our lands. Also was sie zum Beispiel an Aktionen gemacht haben, sie haben dann einfach sich mit ihren Körpern vor die ganzen Bauarbeitwagen gelegt, damit halt die Arbeit einfach nicht weiterfahren konnten und halt gesagt, wir wollen nicht, dass ihr unser Land klaut. And then they got so much annoyed because their work became very slow and they started with suppressing our struggle using so much strategies of suppression, which before I start to explain you, I just want you to look at this man before. Und er sagt, dann sind sie natürlich sehr ärgerlich geworden, weil halt diese Verzögerungen eingetreten haben und haben dann versucht, andere Arten der Unterdrückung anzuwenden. Aber er wollte jetzt erst noch mal was zeigen, bevor er weiter darüber redet. Because, as you see, according to the Israeli propaganda, they are always saying that the wall was built for security reasons or to stop the suicides, as always they pretend. Also nach der israelischen Propaganda in den Medien wurde ja immer gesagt, es soll zum Schutz sein, zum Schutz der Bevölkerung in Israel, um halt die Selbstmörder, Suizide halt aufzuhalten. If so, you can see that they would have built it at the border of 1967, if it's for security reasons as they pretend.
Wenn es so wäre, wie Sie gesagt haben, dass es halt dieser Vorbehalt des Schutzes, warum haben Sie dann nicht die Mauer genau an der Grenze von 67 gebaut? Or even at the border of visiting a settlement here, which is also legal according to international law. Oder alternativ hätten Sie auch die Mauer halt außerhalb von den illegalen Siedlungen bauen können, obwohl die auch nicht gerechtfertigt sind nach internationalem Gesetz. But you can see the wall with the red bar here, how it is stealing lots of land, more land from the villagers, land from all this area, internet. Aber diese rote Linie, das ist jetzt die Mauer. Und da könnt ihr dann sehen genau, dass die Mauer immer weiter einfach ins Land einbricht und immer mehr vom Land klaut, was halt auch Land ist, das bebaut wurde ja von den Palästinensern. Also das sieht man sehr deutlich, dass halt immer mehr weggenommen wird vom Land. Which is all very clear to show how they are all aiming for land grabbing and suppressing for our very existence. Und das ist ein ganz klarer Indiz dafür, dass sie einfach, einfach mehr Land haben wollen, mehr vom palästinensischen Land haben wollen und die ganze Existenzgrundlage der Palästinenser untergraben möchten. Because most of the people, you know, the villages are farmers. Our main income comes from our farming to our land. So by having no more land, people have no source of existence or reason to stay, and then they will leave. Und das ist natürlich im Fall von den meisten Palästinensern, die in diesen Gegenden leben. Die leben vom Bebauen des Landes, die bewirtschaften das Land. Und wenn sie dann natürlich kein Land haben, dann ist ihre ganze Lebensgrundlage weg. Und das ist halt nur wieder ein Zeichen dafür, dass es unmöglich ist, für die Palästinenser so weiterzuleben. And also, as you know, that Ariel Sharon has issued in 1985, in 1985, that they are going, in one of the conferences in the United States, that they are going to build a wall according to the roadmap as well. Und in 1985 schon Ariel Sharon bei einer Konferenz in den USA angedeutet, dass sie eine Mauer bauen werden, genau auf diesem Straßenplan, nach diesem Straßenplan. So, and also in 2003, the wall was issued by the International Court of Justice that it is illegal and Israel has to remove it, but no one has done anything about it. Und selbst schon in 2003 hat das internationale Gericht Israel angewiesen, dass diese Mauer illegal ist und dass sie nicht gebaut werden darf oder abgebaut werden muss. Aber natürlich ist nichts passiert. They started with suppressing our struggle, starting with making a curfew for 4 days without a breaking between the days from the 5th of July 2008 to the 9th of July. Und dann am 5. Juli 2008 hat es dann eine Ausgangssperre für 4 Tage gegeben. And this curfew, you know, they were coming in the middle of the morning while the people were asleep, started to shoot sound grenades everywhere to make everybody wake up. And start to speak in the speakers of the military jeeps, telling the people that you are not allowed to go outside your houses, and everybody go outside his house, he will be killed or shot or arrested. Und die Art und Weise, wie sie da vorgegangen sind bei dieser Ausgangssperre, ist, dass ganz früh morgens ist das Militär rumgegangen und hat in die Luft geschossen und hat über Lautsprecher angesagt, dass es eben jetzt diese Ausgangssperrenverordnung gibt und dass alle Leute, die es wagen, auf die Straße zu gehen, würden dann erschossen werden. And moreover, they were shooting live ammunition at the water barrels in the rooftops of our houses to make us have no water besides having no food as well. Und die haben dann tatsächlich mit richtiger Munition geschossen, aber auch auf ihre Häuser drauf geschossen, sodass dann diese ganze Wasserversorgung und die ganze Stromversorgung auch nicht mehr funktioniert hat für die Menschen in den Häusern. So, as my village is considered to be a central of another 7 villages around it, all the other villagers came to break the curfew, and in the same time, we all decided to go outside our houses to break the curfew.
Und die Gemeinde, wo Sahid ist von, da gibt es noch 7 andere Gemeinden drumherum. Und die haben sich dann alle entschlossen, sie werden diese Ausgangssperre nicht beachten und sind dann alle zusammen auf die Straße gegangen. And then they opened live fire at us and they shot one guy in his back with life condition and he stayed for more than 6 months in the hospital and until now the life is still in his back. Und dann hat das Militär angefangen auch zu schießen und er erzählt gerade von einem Mann, der in den Rücken geschossen worden ist und musste 6 Monate lang auch im Krankenhaus bleiben und er hat auch immer noch die Kanone, aber da hat immer noch was im Körper drin. Another two were shot in their legs, but at the end we succeeded to break the curfew and we kept going on in our demonstrations. Und andere Leute sind auch in die Beine geschossen worden, aber die Menschen haben nicht aufgegeben und haben gesagt, wir brechen die Ausgangssperre, wir halten uns da einfach nicht dran. So while we were going normally as in a peaceful demonstration as usual, in the 29th of July 2008, we were surprised when we saw them started to shoot live ammunition direct at us. And then they shot a 10-year-old child, his name is Ahmed Musa, in his head with live ammunition, and he died at the same time. Und natürlich waren sie schon sehr schockiert, dadurch, dass sie halt eine friedliche Demonstration und friedlichen Prozess halt dargestellt hatten, dass dann eben mit echter Munition auf sie geschossen wurde. Und es kam dann dazu, dass dieser kleine Junge, der 10 Jahre alt war, dass ihm ist in den Kopf geschossen worden und er ist ermordet worden. And then, you know, I was 16 and a half years old at that time, and Ahmed was just 1 meter from me. So when I tried to carry him to send him to the ambulance, his brain fell from his head because the life flew off his brain. Then I fell down because it was something very shocking for me to see a brain of a human being fall in front of my hands. And then I couldn't move anymore, and all my other friends took him from where they sent him to the hospital where he was dead before he arrived. Und Said erzählt gerade, dass er selbst war gerade, als das passierte, war er 16,5 Jahre alt. Und Ahmed, dieser kleine Junge, der war nur 1 Meter von ihm weg, als er erschossen wurde. Und Said hat ihn dann auf den Arm genommen und wollte ihn halt zum Krankenwagen transportieren. Und während er ihn dann transportiert hat, ist sein Gehirn rausgekommen, weil halt die Wunde so extrem war. Und dann war Said so schockiert, dass er dann selbst halt auch zu Boden gefallen ist und einfach mit dem Schock auch nicht umgehen konnte. Und seine Freunde haben dann den Jungen aufgenommen und zum Krankenhaus gebracht, aber er war schon tot. And then they thought that we will get scared now because they started to shoot people and kill people. But in the same time, in the next day after we made another, you know, with the funeral of Ahmed, we made another demonstration condemning what they did to Ahmed and against the apartheid war also. Und natürlich waren sie alle sehr ängstlich, aber Israel hat halt gehofft, dass sie jetzt damit ihre Protestbewegung aufhören würden. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben dann am nächsten Tag, als es dann zur Beerdigung von Ahmed kam, haben sie eine weitere Demonstration dann organisiert und aber auch weiterhin gegen die Apartheid-Mauer demonstriert. And in the same time, they shot another 17-year-old guy. He's from my family and one of my best friends. His name is Yusuf Amira. He's 17 years old. In his head with 2 rubber-coated steel bullets. Und dann wieder mehrere Leute sind erschossen worden. Dies war Yusuf, ein Freund von ihm aus seiner Gemeinde. Der war 17 Jahre alt. Und er ist auch mit 2 Schüssen auch erschossen worden. You know, they call it rubber bullets in the news to make it easy in the imagination for the people. But in fact, it's not a rubber bullet. It's a big metal of life ammunition and it could kill my friend. As you can see, he is dead in the hospital after he was shot. Und er ist erschossen worden mit Gummipatronen. Es wird ja immer gesagt, dass Gummipatronen halt nicht tödlich sind oder nicht töten sollen. Aber sein Freund ist der Beweis, dass diese Gummipatronen tatsächlich töten. And then they thought now we will
bit scared because they started to kill people and nobody, you know, they did not stop killing people. But they didn't know that for us it was and it is still that this is a thing to continue our struggle. Und wiederum, also es ging halt immer um diese Einschüchterung, mehr und mehr Menschen zu töten, um halt mehr Einschüchterung auf die Gemeinde auszuüben oder auf die Palästinenser auszuüben. Aber sie haben sich halt nicht einschüchtern lassen und es hat sie nur angespornt, weiter ihren Widerstand zu organisieren und weiterzumachen. Because besides that, the land is a holy land and every land has an income for us. You know, we have already lost most of our lands. We stop from protesting, then they will continue stealing more and more until we have nothing, and they are actually doing. Also er sagt gerade, sie sind einfach davon überzeugt, dass sie müssen einfach weitermachen, weil es wird immer mehr, ob heiliges Land oder ihr Land, bebaubares Land, es wird einfach immer mehr Land weggeklaut und die einzige Art und Weise dagegen anzugehen ist weiter zu protestieren. So we keep protesting and they also keep killing people, where they killed another 3 people from my village. Und also wir protestieren weiter und Israel ermordet weiter und dann wurden weitere 3 Menschen von seiner Gemeinde ermordet. Which is Arbat Khawaja, who was shot in 3 years old, who was shot in the back with ammunition. Das ist Arafat Khawaja und er war 22 Jahre alt und ist auch in den Rücken geschossen worden, wieder mit richtiger Munition. Und das ist Mohammed Khawaja, 18 Jahre alt, und dem wurde direkt ins Gesicht geschossen, auch mit richtiger Munition. And Mohammed and Arafat were shot in the 27th of December 2008 during a demonstration in solidarity with Gaza Strip. Und diese beiden jungen Männer, die wurden beide am 27. Dezember 2008 erschossen, als sie gerade einen Protest organisiert haben in Solidarität mit dem Gazastreifen. So, and also another man, Abdul Surur, who is 36 years old, was shot in the heart with knife ammunition and he died immediately. Und Akil Trau, 36 Jahre alt, dem wurde direkt ins Herz geschossen und er ist dann sofort tot gewesen. And Akil was shot in his heart while he was trying to rescue another 16 years old boy who was shot in his stomach with knife ammunition and he fainted. So we thought, Akil thought that he died. And when Akil tried to rescue him, then they sniped him in his heart and he died immediately. Und der Grund, warum Akil getötet wurde, ist, weil er versuchte, einen 16-Jährigen, den man gerade in den Bauch geschossen hatte, den versuchte er zu retten. Und in dem Prozess, ihn retten zu wollen, haben dann die Scharfschützen direkt in sein Herz reingeschossen. In the same time, they started also with another campaign of nitrates and arresting people. Und dann haben sie noch eine neue Kampagne angefangen, wo sie dann nachts eben Razzias gemacht haben und ja. Where they arrested from the 2008 until now, they arrested over 360 persons from the village. Und von 2008 bis jetzt sind 360 Leute innerhalb von diesen nächtlichen Razzias inhaftiert worden. Most of their age are from 9 years old. Until 55 years old, but mainly children. Und das Alter geht von 9 Jahren bis 55 Jahren, aber hauptsächlich sehr viele Kinder sind seitdem inhaftiert worden. But there is something very important here for you to know, which is according to the Israeli law, the Palestinian children considered to be adults at the age of 12 years old. Und das ist jetzt sehr wichtig für euch auch zu wissen, weil nach israelischem Gesetz sind palästinensische Erwachsene fangen schon ab dem Alter von 12 Jahren an. And the Israeli children are considered to be adults at the age of 18 years old, even though they were arresting many kids who are under 12 years old from my village especially. So, und im Vergleich, israelische Erwachsene fangen im Alter mit 18 Jahren an, aber
das ist natürlich ein Doppelstandard. Also dann werden Kinder, palästinensische Kinder, schon ab 12 inhaftiert, die halt in Israel selbst noch als Kinder zählen würden, aber halt in Palästina noch schon als Erwachsene gelten. So in the beginning they were coming with their military jeeps surrounding the house and then invade the house in a very brutal way and isolate the family in one room and then start to break, you know, the furniture and make mess in the house and then arrest the one or more than one who they consider them as wanted. Und die Art und Weise, wie das Militär das halt gemacht hat, das Militär wird dann ein Haus umbesetzen, also das ganze Haus sich verteilen, die isolieren dann die Familienmitglieder, das ganze Mobiliar wird aufgebrochen und dann werden halt bestimmte Personen inhaftiert aus willkürlichen Gründen. But since everybody started to escape from their houses because nobody wanted to be arrested, then they started to surround the village from all sides and come at once on foot with so much soldiers and put these snipers on the rooftops of our houses to snipe everyone who tried to escape from his house. Und dadurch, dass die Menschen das halt dann wussten, dass das so vor sich läuft, sind sie natürlich dann aus den Häusern rausgelaufen, weil sie wussten, dass sie sonst halt umkreist werden. Und das haben dann die ganzen Menschen in den ganzen Häusern gemacht. Und dann ist das Militär dann um die ganze Gemeinde herumgegangen, hat dann Scharfschützen auf die Häuser gestellt, sodass halt dann die Leute so eingeschüchtert waren, dass sie dann halt nicht mehr aus ihren Häusern rauslaufen würden, wenn halt das Militär kommt. They sniped one guy in his neck with live ammunition and luckily he didn't die. Also an so einem Beispiel ist zum Beispiel ein junger Mann in den Nacken von so einem Scharfschützen geschossen worden, aber glücklicherweise hat es überlebt. And another one, he was mentally ill with his brain. When they came to arrest his elder brother, he started to shout at the soldiers, telling them, why you arrested my brother, just leave him alone. Then they shot him in his left eye with two rubber-coated steel bullets and the two rubber went inside his eye. Und das ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, wo halt dieser Mann, seine Familie von diesem Mann wurde wieder willkürlich verhaftet und dann ist er halt hingegangen und hat gesagt, warum verhaftet ihr ihn, was ist der Grund? Und in diesem Prozess, wo er das halt dann versucht hat, darüber zu argumentieren, ist er dann auch wieder ein Scharfschütze ihn direkt ins Auge geschossen, sodass ins Gehirn gegangen ist. Dann. And you can see in this picture how the door was inside his head after we took it from that shooter. Und das ist halt das Bild, wo die Munition dann halt noch im Kopf ist. And I was one of those who got arrested. I was arrested in the 22nd of December 2008 and I was released in the 22nd of April 2009. Und Said selbst ist wohl auch verhaftet worden am 22.12.2008. Und dann wurde er wieder freigelassen am 22. April 2009. And I was 17 years old at that time, and I was in a scientific grade, you know, and I was in my last year in the study, which all your future depend on this year in our system of the study. Und zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt und war in seinem letzten Jahr in der Schule und hat natürlich alles verpasst. I was in a scientific grade and my average was more than 95% and by arresting me, they were targeting to destroy my future as many other youth was in my age and also as a punishment for my father who was one of the organizers of these demonstrations. Und er sagt, er war halt sehr gut in der Schule auch und diese Inhaftierung hat natürlich dann halt auch zur Folge gehabt, dass seine Karriere und seine Entwicklung dadurch halt auch gestoppt wurde. Aber er sagt, dass ein anderer Grund für seine Inhaftierung war auch als Bestrafung gegen seinen Vater, weil sein Vater war einer von den Organisatoren des Widerstandes in seiner Gemeinde. And at the same time also they arrested my father and my elder brother.
And they sent my father to a jail, which is one of the worst jails in Israel, which is called the Masrubiya. It's near Jerusalem under the ground. Und also zur gleichen Zeit, wo er dann halt auch inhaftiert war, wurde sein Vater inhaftiert und auch einer von seinen älteren Brüdern. Und sein Vater ist ins einem der schlimmsten Gefängnisse in der Nähe von Jerusalem gekommen. Und dieses Gefängnis ist unter Tage. Also das hat den Ruf, ein sehr hartes und schlimmes Gefängnis zu sein. At the same time, they were starting with another strategy of which is putting checkpoints and blockades at the entrance of the village and at the end of the village from the beginning of January 2009 until August 2009. Und gleichzeitig wurde dann wieder auch noch eine neue Strategie entwickelt vom israelischen Militär. Und zwar wurden dann so Checkpoints am Rande der Gemeinden aufgebaut und um die Bewegungen der Menschen zu kontrollieren. Und das dauerte auch bis August 2009. And they started to prevent all the media and the internationals from being able to join us and started to bring the soldiers inside the village with a new United Army that called the snipers, with a new kind of life ammunition that called 0.2 to caliber. Und als diese Checkpoints dann und diese Bewachung stattgefunden hat, zu der Zeit wurde dann auch keine internationale Presse in die Gemeinde erlaubt. Und Soldaten und Scharfschützen sind in die Gemeinde dann eingeschleust worden. Und es wurde mit einer neuen Art von Munition geschossen. Und das ist halt dieses 0,22 Kaliber Munition. And this kind of live ammunition explodes in the body when it touches the body. And it is not illegal by the international law also. It is illegal by the Israeli law as well. And they were shooting it against us. Und diese Munition, wenn die in den Körper kommt, explodiert die im Körper. Und die ist international und auch in Israel, diese Munition ist illegal, als illegal erklärt. They were putting these snipers on the rooftops of our houses and in the streets to snipe everyone, and everyone tried to join the demonstration inside the village, even before the demonstration started. Und diese Scharfschützen, die sind halt, ihre Aufgabe war es, auf Leute zu schießen, bevor Leute überhaupt zu den Protesten und zu den Demonstrationen gelangen konnten. Also das war deren Hauptaufgabe, deswegen sind die da auf diese Dächer positioniert worden innerhalb von der Gemeinde. They sniped about 55 persons from my village in different critical places and therefore most of them in the knee, so nobody can move his leg anymore. And among them it was my 13 years old sister who was shot in her hand. Und über den Zeitraum sind 55 Leute von den Scharfschützen angeschossen worden. Und die haben sie in die Knie gezielt, sodass Leute halt einfach sich nicht mehr fortbewegen konnten. Und seine kleine Schwester, die 13 war, der ist in die Hand geschossen worden. And they also brought another kind of tear gas, which called the high violence tear gas, which we call it the rocket tear gas. Und dann wurde auch eine neue Art des Tränengases eingeführt und die nennen das Raketentränengas. And this kind of tear gas is created from iron. It's about 3 kilograms. From iron. Und dieses Tränengas kommt von Eisen. Das wird aus Eisen gemacht. And the mission of the creation of this tear gas is to break walls. I mean, if you shoot it at this wall, it will break entirely. Und die Kraft von diesem Tränengas ist so stark, dass wenn man es auf eine Betonwand zielen würde, dann würde die Betonwand explodieren. And it can go for more than 500 meters. You cannot see it and you cannot hear the voice of it. And they were shooting it direct at us. Und dieses Tränengas, diese Raketen, die können bis zu 500 Meter abgeschossen werden und man hört sie nicht und man sieht sie auch nicht. Well, there is 15 persons were shot in their knees and
Und 15 Leute sind damit direkt beschossen worden. Und ob es die Knie waren oder andere Knochen im Körper, die sind natürlich dann gebrochen. Among them two lost their jaw. Und 2 Leute haben ihren Kiefer dabei verloren. And also an American activist, his name is Tristan Anderson, was shot on the 13th of March 2009 in his head with this kind of tear gas. And he stayed for more than 1.5 years in the hospital. And until now, he went back to the United States, but he cannot walk, and he cannot talk, and he lost a big part of his mind. Und zu der Zeit hat es dann auch einen amerikanischen Solidaritätsaktivisten gegeben, der gerade halt sich dieser der Widerstandsbewegung angeschlossen hatte. Und dem ist auch damit aber in den Kopf geschossen worden am 13. März 2009. Und zwar, er hat es zwar überlebt, aber er kann sich nicht bewegen, er kann nicht reden, er hat halt Gehirnschaden, starken Gehirnschaden erlitten. And in the nearby village of Bel'in, in April 2009 also, they shot one guy in his chest with this kind of tear gas, and he died immediately. Und dann in einer anderen Gemeinde, die nahe bei ist, da ist in 2009 auch jemand in die Brust geschossen worden und getötet worden. And in December 2011, in the nearby village of Nabi Saleh, they shot another man in his head with this kind of tear gas and he died immediately. Und dann 2011 auch wieder, und da ist auch wieder in einer anderen Gemeinde, auch wieder nahe bei, jemand in den Kopf geschossen worden und der ist dann auch sofort verstorben. So the tear gas is not for tear gas, it's for also killing people. Also, wenn ihr von Tränengas hört, Tränengas ist nicht nur, um Demonstrationen aufzubrechen, sondern auch direkt, um Menschen umzubringen. And they were shooting also this tear gas at the windows of our houses to make it go inside the house and burn it, where there is 12 houses were burned and there is 8 women were miscarried as a result of inhaling this gas as well. Und die haben halt auch dieses Tränengas benutzt, um auf Häuser direkt drauf zu schießen. Und dann innerhalb der Häuser sind dann natürlich Brände ausgebrochen. Und zum Beispiel sind 8 Frauen, die haben eine Fehlgeburt gehabt aufgrund dieser Attacken. But, you know, despite everything and all this brutality that they were using to suppress our continuously demonstrations, we kept going with a strong will and determination, and we succeeded to reach to the electronic fence, and then we cut it and reached our land. It was not a wall in the beginning, it was a concrete electronic fence. Und trotz dieser ganzen Brutalität, die halt aufgewandt wurde, um halt die Demonstrationen zu stoppen, hat die Gemeinde und die palästinensischen Leute in den Gegenden ihren starken Willen bewiesen. Und bis sie dann zum elektrischen Zaun gekommen sind und ihn dann durchgeschnitten haben. And then they sent special forces undercover, looks like Palestinians, having small guns, and they started to shoot at us, and they succeeded to arrest 2 people and injure 2 people. Und dann sind Spezialkräfte reingesendet worden vom israelischen Militär und 2 Menschen sind verhaftet worden. And then they said, there is nothing to work with the people. We killed 5 people, we arrested hundreds, we shot hundreds, and nobody's given up, nobody's stopped. Und sie sagen halt, die Menschen von Nelin, die hören halt nicht auf. Also die Menschen sind ermordet worden und werden immer wieder angegriffen, aber sie hören halt nicht auf. And then they decided to put an electronic fence, and after the electronic fence, a concrete wall, and after the concrete wall, barbed wire to make us feel depressed, because it's 3 walls right now, how we can cut it or tear it down. Und jetzt haben sie halt im Prinzip 3 Mauern, die Nelin umringen. Das erste ist halt der elektrische Zaun, dann ist halt die Mauer aus Beton und danach ist nochmal Stacheldraht. But the thing that they were surprised from it, which is in the same memory of tearing Berlin Wall down,
We succeeded to tear down the concrete wall from my village for the first time. Something like this happened in the West. Das hat mich natürlich auch an die Berliner Mauer erinnert. Aber dann haben sie es doch geschafft, halt auch in Berlin die Mauer runterzubrechen. Und sowas kann halt auch mit der Westbank passieren, das Banken. To show them that we are a people with a strong will and determination, and that there is no wall has ever worked all over the world. Even the wall of Berlin has fallen. But nobody expected the wall of Berlin. And this wall will fall. Und so haben sie halt auch ganz klar gezeigt, dass mit einem starken Willen es zu schaffen ist, eine Mauer runterzureißen. Und Mauern funktionieren nicht. Die haben in Berlin nicht funktioniert und die funktionieren auch in Palästina nicht. Also das, wo er gerade gezeigt hat, ist halt südlich innerhalb von Nili in seiner Gegend. This colony was have now a total inhabitant of 43,000 settlers. Und dann ist da diese illegale Siedlung und in dieser illegalen Siedlung sind 43,000 illegale Siedler. The largest settlement in the West Bank from the inhabitants. At the same time, my village was with 12,000 inhabitants and now we are just 5,500. Und diese Siedlung ist die größte in der Westbank Gegend und von den ursprünglichen 12,000 Bewohnern von Nilin sind nur noch 5,500 übrig. Und das ist das zweite Mal, wie sie es erschafft haben, in die Mauer einzubrechen, in 2009 mit einem Autobrecheisen. And now they start to put iron between all the concrete bases to connect them with each other, so to make them like one base, so nobody can push it anymore. Und jetzt werden Metalleisen in die Mauer reingebracht, sodass sie nicht mehr übergeworfen werden können. But early of this year, we started to burn tires, broken wheels on the concrete, and then throw water to make it become raw and start to smush it to make holes in the wall as well. Und seit Anfang des Jahres haben sie jetzt angefangen, brennende Autoreifen auf die Mauer raufzuwerfen und dann mit Wasser danach werfen, sodass das Material, der Beton, sich auflöst und dann kann man da auch ein bisschen durch die Mauer durchbrechen. And at the same time they started to target the leaders of the popular committee, which is my father and Mr. Hassan Musa and Zaidun Sroor, and charged them with incitement and organizing illegal demonstrations and charging for 2 years. Und jetzt, was sie jetzt angefangen haben, auch noch mehr zu machen, ist halt gezielt die Organisatoren der Widerstandsbewegung, unter anderem halt auch seinen Vater, gezielt anzugreifen und anzuklagen mit illegalen, subversiven Anklagen. Und natürlich ist die Hoffnung wieder von Israel, dass diese Einschüchterungsversuche es schaffen werden, die Demonstrationen, dass die Demonstrationen aufzuhören, aber das schaffen sie nicht. Und die Demonstrationen gehen weiter und jetzt im Moment sind es wöchentliche Mobilisationen, die auf die Beine gebracht werden. So, as you can see in this map, in the red color, this is the wall that was built on my village. Und jetzt nochmal auf der Karte, die rote Linie ist die Mauer, die um die Gemeinde gebaut wurde. And in this area, it is still the land of Hanif,
statement, it is considered as a closed military area, even it's not confiscated yet. Und dieses Land halt innerhalb, also diesen grünen Punkt von Nelen darum, das ist halt immer noch, das ist halt offen, das ist noch, gehört noch zu Nelen, aber es wird trotzdem als geschlossene Gegend bezeichnet, obwohl es eben nicht unter israelischer Militärkontrolle ist. So, also obwohl es alles noch erreichbar ist, diese Gegend jetzt, wenn irgendwer jetzt in diese Gegend außerhalb von Grün auf der Karte da rausgeht, dann können die Leute inhaftiert werden und angeklagt werden, weil sie in einer geschlossenen militärischen Zone sind, obwohl eben halt diese Schließung eigentlich noch gar nicht erreicht ist, aber es wird halt schon so bezeichnet. So, in July 2011, they start to expand this and this area. Und dann im Juli 2011 wurde eine weitere Siedlung in dieser Gegend da oben weiter erschlossen. So, when we started to protest against it, then they told us to go to the court, to the Israeli court. Und als sie angefangen haben, dann gegen diese neue Siedlung sich zu wehren und um Proteste zu organisieren, ist ihnen gesagt worden, sie sollen zum israelischen Gericht gehen, wenn sie Probleme haben damit. So we went to the court, and what did the judge tell us? The judge, of course, is a settler, and he told us that this land is confiscated according to the Turkish law. Und die sind dann auch zum Gericht gegangen, aber der Gerichtsvollzieher war natürlich auch ein Siedler. Und es ist einfach gesagt worden, dieses Land gehört uns, das ist konfisziert worden und das ist so nach israelischem Gesetz. Because Israel is using four laws against us in the West Bank. They use four laws. Israel benutzt vier verschiedene Gesetzgebungen für die Gebiete. Which is the Turkish law from the Ottoman Empire. Einmal das türkische Gesetz. And the British Mandate Law. Das britische Mandatsgesetz. And the old Jordanian law. Das alte jordanische Gesetz. And also the Israeli military law as well. Und das israelische Militärgesetz. And what does the Turkish law say? That any land is not farmed for 4 years, then the government or the farmer take care of it, then the authority have the right to take it. Okay, ich hatte das vorhin falsch verstanden. Also das ist das türkische Gesetz, das angewandt wurde, als die dann zum Gericht gegangen sind. Und das türkische Gesetz sagt, dass Farmland, also Land, bebaubares Land, das für 4 Jahre lang nicht bebaut worden ist, kann konfisziert werden. So how come the people will be able to farm their land while it is considered as a closed military area? Aber wie soll denn irgendwer das Land bebauen, wenn sobald sie in das Land reingehen, werden sie verhaftet und angeklagt, dass es eine geschlossene Militärzone ist. Also es ist natürlich unmöglich. So, right now we are building for a tunnel in this area, which is built in my village, which will expand under the village, the entrance of the village, and it will confiscate about 83 units more from our land. Und jetzt wird weiter in ihr Land eingegriffen, wo er gerade gezeigt hat, diese Gegend, und das sind wieder 83 Hektar, die weiter abgenommen werden vom Land, das eigentlich zu Nelen gehört. And by the end of the building of this tunnel, there will be again at the entrance of my village, controlled by the Israeli soldiers, opening at 6 o'clock in the morning and closed at 6 o'clock in the evening, where the whole people would be isolated in a small canton, which is another way of making life much more impossible for people to live and leave.
Und da an dieser Stelle, wo dieses orange Zeichen da ist, da wird jetzt ein neues Tor gebaut. Und dieses Tor wird mit israelischem Militär besetzt werden. Und das Tor ist offen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und das ist natürlich, und irgendwer, wer durch das Tor durch möchte, die Menschen von Berlin, können dann halt auch nur zu diesem Zeitpunkt zu dem Tor durch. Also es ist dann, es unterbaut jede Möglichkeit der Freiheit, der Bewegungsfreiheit. So, bevor ich finish, I just want to show you a small video. Er möchte jetzt noch ein kleines Video zeigen, bevor er aufhört. Und euch auch anschaulich zu machen, wovon er geredet hat. Das hieß gerade eine kleine Einführung in den Kampf um Berlin. Das ist also der Anfang des Mauerbaus in Berlin. Keine Ahnung.
Und dieser junge Mann war gerade mal 17,5 Jahre alt und von 5 Meter Entfernung haben sie ihn in beide Knie geschossen. Und das ist jetzt die Demonstration, wo Nilin sich gegen die Ausgangssperre geweigert hat. Und der Mann, der dieses Siegeszeichen mit der Hand hält, wir sollen darauf achten, was da jetzt passiert. Worden, sind die Augen verbunden worden und jetzt passt auf, was der Soldat neben ihm jetzt macht. So, what kind of justification can this be justified by? Was für eine Art Rechtfertigung könnte es geben, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Diese Bilder zeigen aus Respekt für die Leute, das sind seine Freunde. Aber es gibt was Wichtigeres hier zu sehen, was noch brutaler ist als die Ermordung. Der Grund, warum ihre Gesichter verdeckt sind, ist nicht, weil sie irgendwas Illegales machen, sondern weil sie nicht dann identifiziert werden wollen, damit sie halt dann nicht inhaftiert werden nachts. Das ist der erste Mann, dem sie zuerst in die Knie geschossen haben, bevor seine Freunde Arafat und Mohammed Because there was a checkpoint at the entrance of the village, an Israeli checkpoint.
point where they prevented the ambulance and the media and the internationals from being able to come inside the village, and they prevented even the ambulance from being able to come inside. Und der Grund, warum kein Krankenwagen da ist, weil der Checkpoint außerhalb von Nelen, die Soldaten haben keine internationale Medien durchgelassen und die haben auch keinen Krankenwagen durchgelassen. And moreover, when we tried to send them by the car to the ambulance because they are bleeding, they are dying, then they started to shoot at the car and the driver didn't know what to do. And after half an hour, and then these two guys finished all the blood from their bodies, then they allowed the ambulance to come in. Und als dann dieses Auto mit den Verwundeten zum Checkpoint gefahren ist, haben die dann auch den, um halt zum Krankenwagen zu gelangen, haben das israelische Militär dann auf den Wagen geschossen. Und der Fahrer wusste dann nicht, wie er jetzt weitermachen soll. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert. Und natürlich in dieser halben Stunde haben die beiden Männer so viel Blut verloren, dass sie überhaupt nicht mehr zu retten waren. Die Soldaten sind zu seinem Haus gekommen und wollten die Scharfschützen auf das Dach seines Hauses positionieren, um halt auf die Demonstranten zu schießen. So all of us, you know, my mother, my sisters, my aunts, my uncles, and everybody from my uncle's wife, we came and we stand in the stairs and we started to prevent them from climbing on the rooftop of my family house and shout to prevent them. Und dann ist die ganze Familie zugekommen, die Schwestern, die Tanten, die Onkels, alle sind zusammengekommen und haben sich dann halt vor das Haus gestellt, damit die Scharfschützen eben nicht aufs Haus rauf konnten. Und dieser kommandierende Offizier da sagt zu seinem Vater, wenn du willst, dass wir dir zeigen sollen, was Stärke ist, dann kann ich dir zeigen, was Stärke ist.
luckily he turned his face like us, and the tear gas across from his front. Otherwise he would have been killed right now, he did. Und sie haben danach versucht, seinen Vater umzubringen, indem sie auch Tränengas auf ihn draufgeschossen haben. Aber zum Glück hat sein Vater dann im rechten Moment sein Gesicht abgewandt, sodass dass die Munition dann an seinem Kopf vorbei geschossen ist. Und dadurch, dass seine Familie es halt so erfolgreich geschafft hat, es zu verhindern, dass die Scharfschützen bei denen aufs Dach drauf sind, haben dann die anderen Familien in der Gemeinde halt auch Mut dadurch geschöpft und haben dann auch sich verweigert, dass die Scharfschützen dann aufs Dach gehen, bei denen auf die Häuser. Dieses Haus, da sind zu dem Zeitpunkt sind da nur Frauen und Kinder drin und die haben die Tür unten verbarrikadiert, sodass die Soldaten nicht reinkommen können. Aber wir sollen jetzt gucken, was passiert. Diese Tränengasmaschine, die kann bis zu 30 bis 32 Mal Munition zur gleichen Zeit abschießen und es macht ein richtiges Loch in den Boden. Und er sagt, guck, wohin geschossen wird. Genau, vor dem Haus, wo die ganzen Frauen und Kinder dran sind. Sie erfolgreich die Mauer umkippen konnten. Okay.
Das ist das zweite Mal mit der Autobrechstange. Bevor er aufhört, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Because actually this is my second time to be outside my village and outside my country. Das ist erst das zweite Mal, dass er außerhalb von seiner Gemeinde und auch außerhalb von seinem Land ist. And the first time I went outside, I mean I never been to other cities in the West Bank or anywhere, and straight from my village I went to Sweden last year. Und er war vorher war er auch noch nie aus seiner Gemeinde raus, auch noch nicht aus der Westbank, aus den Westbankgebieten. Und als er das erste Mal dann aus seiner eigenen Gemeinde raus ist, ist er dann direkt nach Schweden. And then I had to cancel all the events in the first 2 weeks because I was so shocked with the huge difference between where we live and Sweden, which looks like a complete perfect world compared to our situation. Und dann die ersten 2 Wochen war er so schockiert, so dieses Gegenteil von einer anderen Welt überhaupt zu Grips zu bekommen irgendwie. Und weil für ihn war das irgendwie wie so eine perfekte Welt, die er noch überhaupt nicht kannte. One of the biggest things that shocked me actually was that I saw in the streets everyone was having a dog, you know. And every dog have a health insurance, and actually some of them have passports. Und eines der Dinge, die am meisten schockiert hat, war, dass alle möglichen Leute auf der Straße sind mit Hunden rumgelaufen, und diese Hunde haben auch Hundekrankenversicherungen gehabt. And one of the days, one of my friend's dogs was sick, so she had to send the dog to the hospital, and she asked me to go with her, and so I went. Und eine von den Freunden, wo er war, die haben auch einen Hund gehabt und der Hund ist krank geworden und musste ins Hundekrankenhaus. Und dann hat sie gefragt, ob er den Hund begleiten könnte. And once we went in, I was so surprised because I said, wow, you know, all this building with the new equipment and technology and the doctor is just for the dogs. Und dann konnte er es überhaupt nicht glauben, dass es ein Krankenhaus gab mit der neuesten Technologie und alles nur für Hunde. I said, Tiere. Oh, this is much better than the hospital of the human being, which is in Ramallah. Und das ist das Krankenhaus deutlich besser war als das Krankenhaus in Ramallah, was ja nur für Menschen da ist. But the thing that shocked me more is that when I was in the jail, I didn't want to speak about my time in jail, but I just want to bring one small story that happened with me when I was there, because there was a revolution and they were suppressing us and they started to shoot tear gas and try to humiliate us by all means. Also er wollte jetzt nicht lange über die Zeit im Gefängnis reden, aber als er im Gefängnis war, da gab es eine Revolution und damit stoppte. And then they entered the jail for the military dogs to bite us. And one of my friends, he hit one of the dogs, and the dog was fainted or injured. I don't know what happened to the dog. Okay, und da war ein Aufstand, war im Gefängnis, und die Gefängniswärter sind dann reingekommen mit Hunden in der Zeit, wo er halt im Gefängnis war, und dann ein von den Hunden hat dann einen seiner Freunde oder Mitgefangenen gebissen. Und der Hund wurde auch irgendwie verletzt in diesem Gefecht. So, 1 week later, they filmed the guy, you know, by the camera, because on each section there is a camera. 1 week later, they took this guy to the military courts and they accused him, they sentenced him with 25 years for hitting an Israeli military dog. Und dann eine Woche später musste dann dieser Häftling zum Militärgericht.
Und die ganzen Zellen in dem Gefängnis haben Kameras und dann wurde halt auch die Footage von der Kamera gespielt und er ist dann angeklagt worden, dass er einen Militärhund geschlagen hat und es ist ihm gedroht worden mit 25 Jahren Gefängnis dafür. In the same time, my neighbor is in jail since 13 years. And what is his guilt? He is sentenced for a life sentence. And what is his guilt? His guilt is that he killed an Israeli military dog. Und dieser Nachbar von ihm, der war 13 Jahre alt und seine Schuld ist, einen Militärhund getötet zu haben. And this is what shocked me more, because a life of a dog is much, much precious than a life of dozens of Palestinians or hundreds of Palestinians. And as you can see in Europe, how even the dogs all over the world have much more rights than what we have. Und das ist halt den Vergleich, den er anbringen möchte und der, den er sofort schockierend fand, dass halt selbst in Israel und dann dass der Leben des Hundes höher gewertet wird als das palästinensische Leben. Und dann nach Schweden zu kommen und zu sehen, dass überall auf der Welt Hunde mehr Rechte haben als Palästinenser. Gather the Palestinian people with the international community, we can end the occupation of Palestine. Und das von seinem Widerstandskomitee, die glauben halt sehr stark daran, dass zusammen mit der Solidarität der internationalen Gemeinschaft können wir den Kampf zur Freiheit von Palästina und gegen die Mauer gewinnen. As the international community could help to end the apartheid system of South Africa, which have many similarities to our situation, we can do it together. Und wenn Apartheid in Südafrika überwunden werden konnte, dann kann auch Apartheid in Palästina, in Israel überwunden werden. And this is the most critical and exact time for the international community to take a real action to help us put an end to this occupation. Und es ist jetzt ein kritischer Moment für die internationale Solidarität, um halt die gegen die besetzten Gebiete anzugehen und gegen die Besetzung von Palästina bei Israel. Because you can see America is collapsing in an economical situation. The Arab Spring, which make Israel and America lose their biggest partners in the Middle East, especially in Egypt, which played a very big role in the Palestine case, and also the problem of Israel with its own society as well. Und er sagt halt, dass jetzt so eine kritische Zeit ist, dadurch eben, dass die Ökonomie, die Wirtschaft in den USA halt nicht sehr gut läuft und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die Waffengeschäfte zwischen und die Waffenunterstützung, die USA an Israel liefert. Aber auch mit der Situation in Ägypten und dass jetzt andere Kräfteverhältnisse da sind. And as our movement has lots of inspirations, movement of this kind of resistance from all over the world, such as the non-violent resistance against the British occupation of India, which was led by Mahatma Gandhi. Und diese gewaltfreie Widerstandsbewegung, die auch in Nil halt vor sich stattfindet, die ist natürlich auch inspiriert von der Geschichte und inspiriert insbesondere auch von dem gewaltfreien Widerstand gegen britischen Kolonialismus in Indien, den Mahatma Gandhi angeführt hat. And also much more inspiration people such as Nelson Mandela, Martin Luther King and Steve Biko. Und natürlich auch inspiriert von hochrangigen Aktivisten wie Nelson Mandela, Steve Biko und Martin Luther King. So, there is two important words I always bring it to people to encourage them to take these real actions to help us to put an end to this occupation. Und es gibt immer zwei wichtige Sachen, die er halt
Menschen mit auf den Weg geben möchte, um halt gegen die Besetzung anzugehen. Which I always did it because it inspires me personally, which is the words of Nelson Mandela when he said. Und diese Wörter inspirieren ihn auch persönlich, und es sind die Wörter von Nelson Mandela. Our march to freedom is irreversible. Unser Weg zur Freiheit, da gibt es keine Wiederkehr. So we must not allow our fears to stand in our way. Und wir dürfen nicht unsere Ängste es erlauben, unsere Ängste sich in den Weg unseren Weg stellen lassen. And the words of Steve Biko also when he said it's better to die for an idea that will live forever. Und genauso noch eine Quotierung von Steve Biko, der gesagt hat, es ist besser für einen Traum zu leben, der weiterlebt. Als für eine Idee oder einen Gedanken zu leben, der sterben wird. So this is the most exact time for the international community to put all fears away and help us to put an end to this occupation. Und deswegen ist es auch wichtig für die internationale Solidaritätsbewegung, unsere Ängste zur Seite zu lassen, um halt die Besetzung, die israelische Besetzung von Palästina zu beenden. The biggest part of your tax in Europe and the United States go to support this occupation, and as long as this occupation is getting funded, it will never end or stop. Und die ganze Welt ist in dieser Besetzung verknüpft. Solange diese Besetzung finanziert wird sie nicht enden. Because this is not someone can sit by and see how it is progressing. It is something that you should take aside from. I mean, it's just two options, whether you are for it or against it. And by being silent with it, it's just like being for it. Es gibt in dieser Situation nur zwei Möglichkeiten. Und das ist, entweder ist man für die Besetzung von Palästina, oder man ist gegen die Besetzung. Und wenn man stillschweigend ist, dann ist man automatisch für die Besetzung. This is the most time for critical time for all you to support our struggle until freedom and we achieve real freedom and equality and become reality and we all live in peace and harmony, not only in Palestine but also all over the world. And thank you very much. Und deswegen ist es eine kritische Zeit, dass wir Freiheit und Realität bekommen, um den Frieden in unser Leben zu bringen. Ja, wir danken uns halt sehr für diesen eindrucksvollen Bericht. So, und jetzt können wir noch diskutieren, Fragen stellen. Also, wer was zu sagen hat oder Fragen hat, bitte melden. Ich wollte sagen, wie diese Station am Sonntag entstanden ist, dass ich bin Mittwochabend nach Hause gekommen, habe voll in meine Inbox Mails von verschiedenen Leuten gemeldet, die sagen, hey, Gaza wird zu oben bombardiert, was tut ihr da? Und ich habe eine Mail rumgeschickt an alle, die kennen, die was machen. Und innerhalb ein paar Stunden haben wir zusammen eine diverse Gruppe von Aktivisten zusammen, die diese Demonstration aufgerufen haben, wo wir Zeit gewonnen haben, wo wir Annette Groth und andere also Leute von der jüdischen Stimme für gerechte Frieden in Nahost. Und es hat mich ein bisschen überrascht, wie schnell
dass man, was der Bedarf ist von Leuten, die sehen jetzt, dass Palästina leidet, wollen was tun, aber sie sind nicht sicher. Und eine Demonstration am Sonntag ist ein erster kleiner Schritt, die Veranstaltungsturm in Said, Said noch eins. Aber ich glaube, wir können weiter auf der Offensive gehen vor die Rechte der Palästinenser. In der Vergangenheit wurde oft gesagt, hey, Deutsche dürfen nicht über Palästina reden. Jetzt, ich glaube, Deutsche müssen über Palästina reden. Deutsche müssen sich verbrechen. Muss sich verbrechen, dann ist Israel klar. Und nur diese gehört schon zu einer, eine E-Mail, die ich mir geschickt habe, wenn ich zurück von der Kneipe gekommen bin, zeigt, der Bedürfnis ist dort, Ausfeld-Leute glauben, es wird schwieriger, wie das tatsächlich ist. Said hat vor ein paar Wochen in Göttingen gesprochen. Göttingen ist eine Heimat von Antideutschen. Die hat erst Angst, ob das überhaupt sollte organisiert werden, soll es wohl dem empfohlen, abzusagen, weil der Demo gestartet wurde. Innerhalb von zwei Wochen haben die 100 Leute mobilisiert und wirklich jetzt, die fangen an bei Göttingen Uni, Heimat der Antideutschen, eine Palästina-Solidaritätsgruppe zu gründen und riesige Aktionen zu machen. Wir werden das weitermachen, den Kampf an der Unis. Es gibt Ende November, Anfang Dezember S-Konferenz in Köln. Es gibt zur Information dazu hinten. Wir werden ein Treffen von Palästina-Aktivisten bringen, dass wir seit Jahren, wo wir wirklich zu viel Angst hatten, über was wir Palästina machen, jetzt in die Unis gehen, auf die Straße gehen, die Veranstaltung zu organisieren, dass wir tatsächlich Solidarität auch von Deutschland leisten kann, dass wir auch in anderen Ländern sehen. Sonntag, Hermannplatz, 14 Uhr, Demo bis Kotti. Maybe you can translate. Yeah? Because I'm going to speak in English. Two things. I wanted to firstly say thank you very much. I can't imagine, I mean, it made me so angry watching that, and obviously those people were your friends, so. Incredible that you can put that kind of anger aside and stay focused on what the goal is, obviously freedom for your country. I had a question, or I hope you could make a comment. In the most recent bombardment of Gaza, which began with, I guess it began with the blockade, and maybe it began with the forcing of people out of what's now called Israel in 1948, but the latest round of bombing started with, the bombing of a boy playing football. In response to that, we've had a range of organizations in the West. They call themselves human rights organizations and also parties that call themselves progressive, saying that all sides should stop violence. I wondered if you could comment on this idea that the Palestinians share equal responsibility for the violence that is occurring in Gaza, but also in Palestine generally. And I wondered if you could make a comment also on the fact that these so-called human rights organizations and so-called progressive parties are not mentioning in their statements, although Palestinians are responsible equally for the violence apparently, they're not mentioning at all any responsibility from the EU or America for the violence in Palestine. So I wondered if you comment on that, if you think that's a fair statement that they're making, or if they may be making a mistake. So, vielen Dank. Mein Name ist Ahmad Muheisen, stamme aus dem Dorf Nalin. Said ist mein
Verwandter, mein Landsmann, er ist nicht nur ein Zeuge, er ist ein Betroffener. Ich betrachte Said als richtige, wahre Botschafter des palästinensischen Volkes. Ich habe natürlich meinen Dank an die Linkspartei, liebe Denke Hoga, und deine Kollegen Annette Groth, Christine Buchholz und die ganze Liste. Wir Palästinenser hier in Deutschland, in Berlin, haben natürlich für solche Aktionen, für solche Projekte zu danken. Wir erwarten natürlich von euch mehr für die gerechte Sache Palästina, denn eure Wort hier in diesem Lande hat mehr Aufmerksamkeit als unser Wort. Und wir haben natürlich mehr Hoffnung von euch, mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr Aktionen, denn die Äußerungen von unserer Bundeskanzlerin Merkel sind eine bodenlose Frechheit. Ohne die Hilfe Amerika, ohne die Hilfe der Westen, wäre Israel mit ihrer modernsten Kriegsmaschinerie nicht so frech, nicht so ermutigt, am helllichten Tage Gaza zu bombardieren, Menschen regelrecht hinzurichten. Das ist beschämend für die Demokratie, das ist beschämend für die Zivilisation. Wir hier im Westen und besonders in Deutschland sind aufgefordert, unsere Stimme noch lauter hoch zu erheben, um diese Aggression ein Ende zu setzen. Ich als Palästinenser frage mich, nachdem ich das hier gesehen habe, und ich weiß es, aber das hat mich jetzt wieder nochmal daran erinnert, wie dieser Terror im Hause von Saids Vater, Tränengas, terrorisiert wird, regelrecht Frauen, Kinder, Männer, diese hilflosen Menschen, sind die Terroristen? Wie sollen sie sich wehren, diese hilflosen Menschen? Und man sagt hier regelrecht, Israel hat Recht, sich zu verteidigen. Frage mich, wie können wir uns Palästinenser verteidigen? Welche Rechte haben wir Palästinenser? Also wir sind schuldig, weil wir schreien. Wir sind schuldig, weil wir demonstrieren. Wir sind schuldig, wenn wir unser Land schützen. Wir sind schuldig, wenn wir auch ins Gefängnis reingesperrt werden. Wir sind schuldig, wenn wir die Weltöffentlichkeit auffordern, Israel unter Druck zu setzen, diese beschämende Politik im Jahre 2012 zu beenden. Wir Palästinenser haben das Recht, uns zu verteidigen. Punkt. Fertig. Symmetric at all. It's, you know, like I think we need to
think about if we can even call the thing that is going on in Gaza right now a war, because I don't think we can. This is not two armed forces fighting each other. This is one armed force killing a people. Also ich habe selten Gedanken dafür, dass er uns dieses furchtbare Video und so weiter gezeigt hat, und ich möchte, dass man sich überlegt, ob man das, was jetzt gerade in Gaza los ist, wirklich einen Krieg nennen kann, weil ich vorhin gehört habe, wie es jemand gesagt hat, und ich habe auch nochmal was heute gelesen von Amnesty, wo drin stand, dass es ein Krieg ist, und ich glaube nicht, dass man etwas Krieg nennen kann, was so asymmetrisch ist. Hallo, ich würde mich auch erstmal bedanken und ich würde mir, ich rede im Namen aller, wenn ich sage, dass wir uns freuen würden, wenn mehr solcher Infoveranstaltungen stattfinden würden, weil ich denke, auch in den Nachrichten wird viel zu wenig darüber informiert, wenn überhaupt. Und ich hatte zwei Fragen. Und zwar die erste wäre, wie kam Said überhaupt auf die Idee, in der Welt rumzureisen und uns davon zu berichten, beziehungsweise wer hat ihn unterstützt? Und die zweite Frage wäre, was wäre, wenn jetzt Said wieder nach Palästina zurückfahren würde? Würde da eine Gefahr für ihn bestehen, wenn er wieder zurückfahren würde? Zufällig, oder nicht zufällig eigentlich, aber tragischerweise, zufälligerweise, während ein neuer Krieg gegen Gaza anfängt, finde ich es besonders wichtig, dass Said heute hier spricht, weil Saids Erfahrung zeigt, der alltägliche Kleinkrieg, der jeden Tag in Gaza, im Westbank und in Israel geführt wird, der quasi die andere Seite der Medaille ist von dem Krieg, den wir jetzt sehen, wo offen mit Angriffen ganz Gaza bombardiert wird und zerstört wird. Und ich glaube, beide Seiten dieses Krieges sind genauso wichtig. Und es ist extrem wichtig, die Arbeit, was solche Menschen wie Said machen. Und ich glaube, ich sollte mir einfach zur Kenntnis nehmen und ehren. Sollen aber auch gucken, was wir hier machen können. Und ich glaube, dass es jetzt einen Krieg in Gaza gibt, fast genau 4 Jahre nach dem letzten Krieg in Gaza, ist kein Zufall, sondern die haben die US-Farbe abgewartet. Und dann halt mit der doch nicht neuen Regierung geklärt, dass sie noch im Krieg fahren. Und das machen sie jede paar Jahre, um diesen Prozess weiterzudrängen, während von offizieller Seite von entweder den Demokraten in den USA oder auch anderen Linken in Europa oder auch, ehrlich gesagt, der Fatah in Palästina kommen immer wieder rhetorische Zugeständnisse, aber keinen wirklichen Widerstand. Und ich glaube, es soll einfach uns klar sein, also jeder, der für Fragen Palästinas ist und kämpft, dass es von offizieller Seite von oben eigentlich keine Lösung geben wird. Es wird nach und nach dasselbe geben, bis halt irgendwann die palästinensische Bevölkerung wirklich aus diesen Gebieten ausgedrängt wird. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir in Europa, in den USA, wo ich auch herkomme, zeigen, dass wir auch mit dieser Politik nicht einverstanden sind. Erstens, weil es unsere Regierung sind, die Israel das Geld und die Waffen geben. Und zweitens, weil wenn wir schweigen, geben wir den Eindruck, auch hier in palästinensischen und muslimischen Communities in Deutschland, dass die Frage uns scheißegal ist. Und wo ich herkomme in den USA, war es immer total normal, dass auf Demonstrationen gegen die Außenpolitik Israels eine total bunte, durchgemischte Gruppe ist. Und das, finde ich, fehlt hier manchmal. Und deshalb fände ich es wirklich super, wenn wir am Sonntag nicht nur die Linken und die Palästinenser sind, sondern wirklich viel, viel mehr. Deshalb nochmal der Aufruf, sprich mit deinen Freunden langsam, wie das total schwierig ist, mit Politik noch weiter zu verteidigen. Und ich glaube, wir können echt einen Schritt machen. Hallo, good evening, Sam. Thank you very much for your lecture. I think what we saw today is only a sample, a
one story out of many stories, of one village out of many villages. It's a story of village dwellers which reflects the suffering of a whole population, okay? So, I mean, this, we can imagine how the local population, the Palestinian population, is suffering and what people like you are contributing to the resistance, okay? But my question, which I expect an answer in the form of a manifesto, actually, how can we look at resistance as not only a military or a physical human resistance, but more look at the different forms of resistance, not only the local in Palestine, but I think the Palestinians in diaspora have a lot to do, I think, or can do a lot. I think being sorry or pitying oneself for being a refugee, I know it's unjust, I know conditions are unfair for a Palestinian refugee, but I look at the things you presented and I see how you challenge death and how death doesn't matter to you anymore. This is something the Palestinian outside is not experiencing as the local one. So I think there's a lot to be played, a lot of roles to be played by Palestinians in diaspora, by Arabs in diaspora, by Germans in diaspora. But how can we work not only at the military level, how can we work with the system at the educational level, the economic level, to look at resistance in all forms? Because today, if we look at Zionism, the Zionist movement, which is supporting the Israeli occupation, it is a whole system of hierarchies which is infiltrating every single aspect of life, economic, political, educational, and that's how it's always managing to emancipate itself. So, I would like you to give us a brief, short manifesto on how we can take resistance to another level, not only the local, but also the diaspora and all the different aspects. Okay, the next is the letter by traveler Said Khatir. Hello, everybody. I'd like to thank everybody today for coming in my name and the name of the Palestinian students in Peru. It was so nice to hear you today, Said. It was very nice to hear something here in Peru, in this Arabian country. And I hope in the future it can encourage such activities in order to get our aid in the future. Thank you, everybody, again. So, first of all, you know, I'm not doing this, you know, it's my duty that I'm coming to speak and outside, because, as you know, this case is not about me, as Said. You know, it's about all the Palestinians and all the next generations that will come and follow and follow. Okay, das Erste, was ich sagen möchte, ist diese Tour hier zu machen, ab in Deutschland oder woanders. Es geht nicht um ihn. Es ist seine Aufgabe, das zu machen. Und es geht um alle Palästinenser und um die zukünftigen Generationen von Palästinensern. Because I could see how to have a real international community pressure, we need to spread the awareness all over the world. And we have many groups who come to visit us in Palestine, but unfortunately, we cannot reach the rest of the people, or the majority who cannot come. That's why I pressure myself to come. Because we need, unfortunately, the international the Zionism is controlling most of the media and dominating many things, and they are always spreading lots of strong propaganda about us. Es
ist also seine Aufgabe, Aufmerksamkeit über Palästina weltweit zu verbreiten, weil er weiß natürlich auch, dass es kommen zwar einige Aktivisten nach Palästina, aber die Mehrheit der Menschen wird nie nach Palästina kommen und aus verschiedenen Gründen. Und deswegen setzt er sich auch selber unter Druck und sagt, es ist halt von daher halt einfach seine Aufgabe, diese Aufmerksamkeit zu schaffen, weil natürlich Israel durch die Macht der Medien Kontrolle hat über die Propaganda, die weltweit verteilt wird. So, back to the first question. Is what is going on in Gaza is a war? Also jetzt möchte er über Gaza reden und über den Krieg in Gaza. Actually, you know, the word war is a word being used between country against country, army against army, not big, huge military state. As you know, that Israel is the fourth largest nuclear power in the world. Not this state against innocent civilians. You know, since the last time you could see how many, most of the people who were murdered, they were mainly children and women. So it should not be even described as a massacre also, because the most exact description should be war against Gaza. That's how the exact description should be in English. Also zunächst mal zu dem Wort Krieg. Krieg bedeutet ja eigentlich, dass es zwischen zwei Ländern ist oder zwischen zwei Armeen ist. Und das ist natürlich ein falscher Ausdruck für was passiert in Gaza. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass Israel die viertgrößte nukleare Weltmacht ist. Und Said sagt, dass der bessere Ausdruck wäre Krieg gegen Gaza. And about the question of the human rights organizations that always say that both sides should, you know, stop the violence. I mean, it's not about two equal sides, you know. It's very clear. Nobody can change the history. It's not two equal sides. When they speak about this, they speak like as if there is no occupation, you know, and Palestine and Israel are fighting. And I just explained to you that the whole history knows that this is an occupation and how they occupied us. But in terms of stopping the violence, you could see that despite all what Israel has been doing and done to us all in the history and until now, the Palestinians were fulfilling all the things that they were they had to do, like in the agreements and stopping, you know, the violence and all the history. So what has happened in the last period with Gaza? You could see that we are the only people under occupation all over the world, through all the occupations that happened all over the world, were asked to afford the security for their occupiers without having the security for themselves. And despite this, we were forced, you know, by the authority to not do anything. And many people were also arrested and imprisoned by the Palestinian Authority to not do anything, and the people could do it. And in the last period of what happened in Gaza, as you know that there have been... Oh. Okay, zunächst mal zu den Menschenrechtsorganisationen. Die Frage war vorher gestellt worden, oft Menschenrechtsorganisationen, aber auch progressiv denkende Menschen machen halt oft Kommentare, so generelle Kommentare, dass die Gewalt auf beiden Seiten aufhören muss. Und Said sagt eben dazu, das stimmt, dass sie das sagen, aber was bedeutet das denn wirklich? Es geht doch hier nicht darum, dass wir über zwei Kräfteverhältnisse auf gleicher Ebene reden. Das sind doch überhaupt gar keine gleichen Kräfteverhältnisse. Es geht doch darum, dass Palästina besetzt ist und dass es eine Geschichte der Besetzung gibt. Und die Palästinenser haben immer verfolgt, was in irgendwelchen Verträgen ausgehandelt worden ist. Aber das ist irgendwie, die ganze Logik ist umgedreht worden, sodass jetzt die Situation ist, dass Palästinenser dafür verantwortlich gemacht werden, den Schutz der Besetzer zu garantieren, was ja eigentlich völlig verrückt ist. So you could see since the last attack
on Gaza, what has happened, there have been an agreement signed, and also in the recent time, between Hamas and Israel to stop, you know, Israel to stop, you know, targeting the leaders of the political parties in Gaza Strip. And Israel, you know, and at the same time Hamas stopped and all the other political parties of shooting rockets at Israel. And what has happened? Israel broke all these agreements that were signed through Egypt. And in the same time, Hamas and the other parties were warning Israel and asking Egypt to stop it also. But no one has done anything about it, and Israel kept targeting the leaders. And, you know, they reached a point where they cannot be silent anymore.